Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Survival Games hier auf HFMC. Und heute werden wir wieder mal sauber Leute wegbashen. Habe ich auch schon lange nicht mehr getan, zwei Wochen auswärts beim Arbeiten. Konnte dann leider keine Videos hochladen, ich habe es dann probiert am Wochenende hoch zum Laden und dann irgendwie unter der Woche mit dem Handy freizugeben, also auf öffentlich zu schalten. Leider hat das übers Handy nicht recht funktioniert gehabt, vor allem weil das so ein schlechtes Netz war. Sonst hätte es irgendwie schon funktioniert, aber hat leider nicht so geklappt. Tut mir sehr leid. In Zukunft werde ich das vielleicht besser planen. Laptop mitnehmen, Hotspot einrichten und dann Videos freischalten. Das lässt sich bestimmt mal. Das Saam. Hallo Saam. Du alter Wichser, du. Alter Wichser. Ah, Team oder nicht? Nein, ich will gerade schreiben, I'm capturing a video. Sind wir Team A? I'm capturing a video for YouTube. Ha. Muss jetzt klangen. Das Talking Dead. Das Saam. Cool. Cool. Ich finde den Namen chillig. Röschbar. Sticker Whisky. Mhm. So, ich laufe auf alle Fälle dahinter. Vor allem, da ist gleich so eine schöne Kiste. Mit einem Schwert sogar. Komm her, Stalking Dead. Mit dir ist schon vorbei, ja. Hat ihr da irgendwas? Mushroom und ein Cookie. Sehr schön bis jetzt gerade. Also könnte ja gerade nicht besser laufen. Alter, haben die überhaupt nichts drauf, oder? So, zack, das haben wir schon mal. Haben wir auch schon ein paar Spiele ausgeschaltet, das gefällt mir auch schon wieder. Schuhe. Lassen sie, glaube ich, auch verbrauchen, oder? Die Kiste ist natürlich auch schon leer, leider. So, jetzt müssen wir bloß schauen. Ich komme die Kistenplätze nicht mehr, gell? Heute habe ich auch schon überlegt, ob ich vielleicht Endergames aufnehme oder irgendwie sowas. Wäre bestimmt auch so geil gewesen, aber ich war jetzt zu faul, dass ich die IP vorkomme, HD seinem Server raussuche. Hehe. Weil ich bin ein Saule V. Und Nein, ich habe einfach noch keine Zeit gehabt. Aber bestimmt cool, wäre vielleicht beim nächsten Mal machen. Render Games. Habe ich aber noch nie zuvor gespielt, also nur so als Info. Deswegen habe ich jetzt eben keinen Server auf dem Ding gehabt. Nein, ich mich irgendwie da runter. Ah, die Sägekartentür. Hehe. TNT lässt sich auch, glaube ich, irgendwie brauchen wir mal. Was ist besser, Golden oder Chain? Ich lasse jetzt einfach mal die Chain Boots so. Jetzt gehen wir da raus. So, wie viele? Oh, es sind ja nicht mehr so viele im Spiel. Jetzt sie fehlt mir ja schon wieder mal.
da ist eine Kiste. Sehr schön, sehr schön. Zack, haben wir schon mal ein und eine Hose. Die Hose habe ich ja schon gehabt. Ja, ich bin eigentlich jetzt bereit, vielleicht am Bogen. Der war vielleicht gar nicht schlecht. Vor allem dann am Ende, wenn man dann in der Arena ist, dann sollte man sich schon irgendwie verteidigen können. Das war vielleicht ganz nützlich. Daher, da nehme ich jetzt fast auf die Suche nach Raw Chicken. Geil. Ja, Bogenmacher, das darf's vielleicht schon bringen, genau. So, kommen wir mal hier rein. Da haben wir ja eine Kiste. Aber man, jetzt wenn ich noch einen Stick finden würde, dann hätte ich auch schon einen Bogen. Ah, da hinten. Genau. So leicht geht das Ganze. Jetzt brauchen wir bloß noch eine Crafting Box. Und die wird auch schwer zu finden sein, glaube ich. Glaube ich, aber. Man kann es ja nie wissen. Vielleicht steht ja gleich mal eine um sich. Oder. Ich brauche eine Crafting Box, Crafting Box, Crafting Box. Und das verschreibt die. So, was haben wir da? Was haben wir da? Administration hier. Nice, nice, nice. Ja, noch mehr Stäbe. Klasse. Und kein Bogen, der ist ja mal. Seite, Alter. Normalerweise steht überall irgendwo mal Ding rum. Crafting Box. Kann man da Tränke brennen, wenn wir das Zeug dazu hätten? Oh nein. Nein, 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 Eisenrüstung, Eisenrüstung ist scheiße. Für mich. So Leute, das war das erste Spiel. Hat jetzt leider nichts geholfen. Ich war einfach zu abgelenkt wegen dem Scheißbogen, weil ich wollte jetzt unbedingt einen Bogen. Na, konzentrieren wir uns im nächsten Spiel auf etwas anderes. Immer halt so einen Schnitt. Bis gleich. Hallöchen, meine lieben Freunde, und da sind wir auch schon wieder im nächsten Spiel hier auf Futuristic City. So weit ich weiß. Dann Nico Power hier im Gepäck und der Columbus der Pick. Genau. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Norwegian Craft ist er. Ist ein Spender, jetzt mir ist glaube ich auch Spender. So war das weiß, gell? Weiß ja niemand. Kenne mich da nicht aus mit den Farben. Okay, ich werde einfach den Standardweg nehmen, einfach runterspringen. Ist immer sicher, da kommt man immer weg. Zack, und raus mit dem Stein. Ha! Und da geht's auch schon hin und her. So, jetzt muss ich bloß schauen, dass mir die nicht gleich kloppen. Alter, was denn das für Grafik packt, ey. Wow. Das schaut ja grausam aus mit den weißen. Ich brauche unbedingt ein vernünftiges Texture Pack, Leute. Sag's euch, wie es ist. Ohne Texture Pack läuft da bei mir nichts mehr. Hau ich halt gleich rein. Nicht, dass ich's vergiss. Ich werde voraussichtlich entweder das Honeyball nehmen oder das Misa. Misa ist auch cool. Vor allem beide sehr gut eigentlich. Oh ja, Kichti, Kichti, Kichti. Mensch, mein Fude. Noch mehr Kichti. Ah, jetzt müssen wir mit Gottiko gehen, wo wir da hin müssen. Ich kenne mich hier nicht aus, weißt. Kiste, Kiste, Kiste. Ich liebe Kisten. Kommt zu mir, Norwegian Craft.
Sorry Leute, ich habe gerade niesen müssen und das wird der jetzt echt nicht oder? Huh, Erleichterung. Die eine haben wir jetzt gerade ziemlich weggemetzelt. Ich schätze jetzt, dass das ein Mädel war, weil ja, die hat ja einen komischen Skin Code. Ja, jedes Mädel hat irgendwie einen Frauenskin. Ja, so ist es in der Regel. Bei mir kommt es ganz oft so vor. Das ist ja gerade das Üble. Es gibt ja einen ganzen Haufen, die Humanen, die Kinder, die irgendwie umwachen oder sowas, indem das in ein Minecraft-Zeug schenken. Gibt's. Ist aber ganz lustig. Ich versteh's bloß nicht. Die finden das cool oder sowas und naja. Da haben die Mädels sogar noch beim Zocken Vorteile. Beim Vorgehen haben sie Vorteile. Kriegen sie es ausgeben. Beim Zocken kriegen sie es geschenkt. Hey. Liebe Frauen der Zukunft. Okay, ich werde es wahrscheinlich auch ausnutzen. Mache ich aber nicht, weil es nicht in meinen Möglichkeiten steht. Oh. So, mal gucken. Vielleicht lasst sie da hier oben noch irgendwo eine Kiste finden. Schöne Photovoltaikanlage übrigens hier. Ich brauche Kisten, meine Freunde, Kisten. Alter, was ist das da oben? Geil. Je fällt mir. Ach, kacke, jetzt hätte ich mir da Pilze mitnehmen können. Ja, dann hätte ich auch Crafting Box braucht. Na. Dann wäre ich wieder auf Suche nach irgendwas gegangen, dann schauen wir mal nicht. Ist das gut, wenn ich da jetzt reingehe? Nein, okay, meine lieben Freunde, das war es leider schon wieder mit dieser Folge für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn wir zweimal verloren haben, hilft nichts. Machen wir es beim nächsten Mal besser, würde ich fast sagen. Haut's rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!